Hallihallo, herzlich willkommen in Baldus Welt. Heute nochmal in Dorfromantik. Und ich hoffe, wir werden heute nochmal den Tag überstehen hier und unser Dorf irgendwie über Wasser halten. Wir klicken mal auf Fortsetzen und ich habe mir die nächsten drei Karten schon angeguckt. Wir sind jetzt an einem Punkt, wo wir kurz davor sind, diese beiden Häuserquests nochmal abzuschließen. Dafür würden wir 10 Karten bekommen. Sie haben auch beide kein Fähnchen. Wir haben immer noch nur ein einziges Häuserfähnchen. Darüber habe ich mir noch gar nicht so dolle Gedanken gemacht. Man könnte jetzt natürlich auch sofort versuchen, dann die Stadt zu schließen. Aber ich glaube, das ist Blödsinn. Wir haben hier oben letztens eine Quest noch dazugekommen. 150 Häuser. Die ist auch wieder sehr weit entfernt. Geht aber noch. Das hätten auch 250 Häuser sein können. Falls wir das irgendwie schaffen, die Stadtquest abzuschließen, 10 Karten zu haben, ja, dann wäre das hier eventuell auch noch meine Hoffnung. Ne? Diese Felder und so habe ich mir jetzt aber auch noch nicht so Gedanken gemacht. Da gibt es aber auch noch Felder, die aneinander könnten. Zum Beispiel sind die hier drüben noch nicht da drüben dran. Ne? Das sind jetzt aber auch nicht so viele. Oder hier hinten liegen noch ein paar rum, die dann auch hier irgendwann noch dran sind. Also hier 64 Felder. Also das liegt aber auch noch in sehr weiter Reichweite. Aber wir haben noch vor, hier drüben die beiden Fähnchen uns abzuholen. Und das wären auch nochmal 10 Karten. Und das ist auch nicht mehr weit entfernt. 4 offene Plätze gibt es noch von unserem Fluss. Den müssten wir dann schließen. So, und ich habe mir, wie gesagt, die nächsten Karten schon angeguckt. Wir müssen heute wirklich knallhart spielen. Das heißt, wir müssen wirklich jetzt alles drauf setzen, ja, diese Stadtquest zu schließen. Das ist das erste große Ziel und da kommen ja 5 Häuser oder so. Und wir wollen dann natürlich es schaffen, dass nochmal 5 Häuser kommen. Oder am besten 6. So, jetzt sieht man schon, dass die zweite Karte, die würden wir gerne hier hinlegen. Da kriegen wir aber nichts wieder. Und wenn wir jetzt mit dieser Karte das auch so machen, dass wir da nichts wieder kriegen, hätten wir nur noch 2 Karten. Und das wäre eine Katastrophe. Also die Karte jetzt, die passt hier am besten ran. Das können wir uns aber nicht leisten. Wie gesagt, wir wollen zumindest 3 Karten haben und hoffen mal, wir können so lange mit 3 Karten spielen, wie es nur irgendwie geht. Und deswegen werden wir die tatsächlich jetzt hier reintun. Ich habe schon überall herumgeguckt. Dasselbe würde hier unten auch noch gehen. Ne? Wir zerstören jetzt hier oben im Grunde genommen diese beiden Karten. Diese ganze Ecke wäre dann im Eimer. Wir würden aber hier halt eine Karte bekommen, was das Wichtige daran wäre. Und was ich mir noch überlegt habe, die nächste Kurve wollen wir eigentlich am liebsten hier halt reinlegen. Und falls sie dann auch nicht an diese Karte hier passt, dann wäre das nicht so schlimm. So, ich zeige euch nochmal den anderen Ort. Dasselbe könnten wir hier machen. Das sieht eigentlich auch ganz gut aus. Zumindest diese beiden Karten hier hinten wären noch in Ordnung. Aber hier gefällt es mir weniger, wenn wir das hier kaputt machen. Weil hier auf der Seite ist eigentlich noch alles in Ordnung. Es ist halt wirklich eine schwierige Entscheidung, weil bis man hier oben jetzt wieder ankommt, da müssten wir erstmal hier was finden, hier. Und dann irgendwann wären wir hier oben. Also hier wäre es eigentlich auch nicht schlecht. Aber mir hat es jetzt eigentlich besser gefallen hier oben. Das können wir uns vielleicht auch besser merken. Diese Ecke hier oben ist ja hier und da sowieso kritisch. Hier zum Beispiel, hier drüben haben wir auch schon Sachen kaputt gemacht. Lass mich mal gucken, ja hier zum Beispiel und auch hier, also bis hier mal was ankommt, da müsste von hier drüben dann alles zugebaut werden. Also es ist nicht schön, aber wir müssen es machen. Und deswegen kommt die Karte jetzt einfach mal hier rein. Und sowas müssen wir jetzt tatsächlich wahrscheinlich so lange machen, bis wir die Stadtquest abgeschlossen haben. Also ist natürlich, man könnte natürlich auch immer weiter auf Glück spielen, ne? Wir wissen nicht, was als nächstes kommt. Jetzt können wir es erst sehen und dann können wir die Karte auch nicht mehr aufheben. Also die tun wir jetzt auf jeden Fall hier ran. Und ich habe schon gesehen, die nächsten beiden Karten werden nicht so das Problem. Da kriegen wir was zurück und da kommt die nächste Feldkarte. Gut, da müssen wir jetzt dann doch mal ganz kurz überlegen. Aber auch nicht so lange.
Bei der dritten sehen wir ja, die passt hier vorne ran. Und hier ist im Grunde genommen alles in Ordnung, bis auf das letzte hier. Lass mich mal kurz gucken. Genau, die ist dann auch wieder in Ordnung. Also auch richtig geil. Wir könnten das hier reparieren. Immer wenn man so von der Seite ankommt mit einer guten Karte, kann man so eine Lücke reparieren. So, und hier habe ich schon überlegt, die kommt jetzt hier hin. Und die nächste passt dann dahinter. Jetzt muss ich aber noch mal ganz kurz überlegen, ob das wirklich so ist. Weil jetzt gerade wundere ich mich, aber doch, das ist wirklich so. Das ist wirklich so. Auf geht's. Die passt so dahinter. Und da kommen die nächsten Häuser. Geile Geschichte, sage ich mal. Aber ja, mal gucken, ob wir die da kriegen wir auch wieder keine Karte zurück. Und die Häuser reichen noch nicht. 1, 2, 3, 4, 5. Oh Mann. Also wenn wir ganz sicher gehen wollen würden, müssten wir eigentlich diese Karte hier zu den Häusern tun. Sagen wir dazu. Ja, furchtbar. Sind das wirklich 5 Häuser? So, jetzt müssen wir spekulieren, ne? Also die nächste Karte können wir uns ja noch angucken. Dann machen wir das erstmal. Also eigentlich wollte ich die jetzt hier hin tun. Ja, da kommt noch mal eine Karte mit einem Haus. Die sieht aber auch nicht besser aus. Also sie hat ein bisschen mehr Felder dran, was auch schlecht ist, aber gut. Wir könnten dann zur Not die zum Beispiel hier vorne ran tun. Das ist natürlich eine Karte, die ich absolut ungern in der Stadt hätte. Aber das sieht ja schon mal ganz freundlich aus. Also die werden wir jetzt hier hin tun. Könnten sie auch andersrum legen, aber so gefällt es mir. Jetzt passt in diese Lücke da vorne ein komplettes Feld. Und sobald wir das irgendwann mal haben, kommt es dann da rein. So, jetzt sehen wir, da kommt keine weitere Stadtkarte. Und jetzt sollten wir uns schon wieder die nächste Karte nochmal anschauen. Und dann können wir uns überlegen, ob wir die da rein tun. Wir können aber auch erstmal uns den Wald angucken, der da kommt. Macht das Spiel richtig Spaß. So, die kommt hier rein. Sie könnte auch hier rein. Das spielt eigentlich keine Rolle. Und da sind die drei Häuser und da unten kommen noch mehr Häuser. Na, unser Dorf will noch hoch hinaus. Eindeutig. Das bedeutet, mit der Karte hier können wir uns noch umgucken, ob die nicht woanders vielleicht sinnvoller ist. Wir gucken mal ganz kurz, wo sie hier hin könnte. Ja, aber das hier ist auch super. Das ist super, damit würden wir diese Ecke hier reparieren. Diese ist nämlich auch noch kaputt und dann wäre hier wieder alles in Ordnung. Da kommt tatsächlich ein Haus mit Wald. Sehe ich jetzt aber nicht, dass die hier hinpasst. Also das ist super, nichtsdestotrotz, wenn die jetzt hier in irgendeine krasse Lücke passt, da müssen wir auf jeden Fall mal rumgucken. So, und heute wollen wir hier weit vorankommen am liebsten. Wir wollen schauen, was mit unserem kleinen Dorf noch möglich ist. Und deswegen muss es unbedingt weitergehen, bevor wieder andere Spiele gespielt werden können. Ja, das wäre Blödsinn. Hier oben haben wir alles kaputt gemacht. Hier ist auch kein Wald. Ja, also diese Außenseiten, darum geht es eigentlich nicht. Wir müssen nur gucken, ob hier irgendwelche Lücken, wie zum Beispiel die hier. Oh, ganz knapp. Brauchen wir auch hier Häuser, Wald und so weiter. Was sagt die nächste?
Die hat wirklich nur ein Haus mit Wald. Ein Haus mit Wald. Wenn man das rückwärts irgendwie ranlegt. Welche war die letzte, die wir gelegt haben? Die Stadtkarte, ne? Ich glaube, die würde hier reinpassen, die mit dem Haus. Ne, sie hat, glaube ich, diese Ebene hier nicht. Nee, nee, die hat da überall Wald. Also passt sie da nicht rein. Sie würde einfach hier ranpassen. Auch nicht schlecht. Sind ja mal richtig freundliche Karten. So. Dann gibt es auch noch diese Ecke hier drüben, aber okay. Die kommt hier hin. Und wir haben das erste Ziel von heute erreicht. Und ich habe so ein bisschen danach vor, dass wir wirklich knallhart mit Perfects versuchen zu überstehen. Das haben wir ja schon mal, ne? Das klappt leider nie, ne? Na gut, wir nehmen es uns auf jeden Fall wieder vor. Ewigkeiten jetzt mit über 10 Karten zu spielen, das wär's ja. So, das erste Ziel ist erreicht und wir wollen das zweite Ziel erreichen, das Wasser zu schließen. Jetzt kommt ein Wasser mit einem Häuschen dran. Wo möchte das denn hin? Das könnte man auch hier hinlegen und wahrscheinlich machen wir das auch. Im Grunde genommen brauchen wir aber auch hier gerade, ne? Und dann ist schon wieder eine Investition. Ist schon wieder blöd. Was würde noch gehen? So, also hier würden wir 3 Karten kriegen. Das wäre das Ultimative. Wir würden auch nichts zerstören, was jetzt unmittelbar draußen wichtig wäre. Na, es wäre mega schade. Super schade sogar. Ja, wir können dann hier das alles vergessen. Im Grunde genommen, die beiden Karten machen wir kaputt. Aber es wären die 3 Karten, die uns noch retten würden. Wir legen die mal kurz hier rein. Gucken uns das Ganze mal an. Gucken uns mal an, was hier kommt. Also die nächste Karte ist eigentlich die einzige, mit der wir richtig rechnen können. Ein richtig blöder Fluss, sage ich mal. Der auf jeden Fall keine Rettung oder irgendwas ist. Im Gegenteil, das ist schon wieder so ein Fluss, der auf jeder Seite irgendein Gedöns hat. Den könnte man hier ran machen, dann führt er hier rüber. Wir kriegen aber nichts zurück. Moment. Kombiniert hiermit? Nee, dann würde er gar nicht mehr daran gehen. Hier hatte ich ja gesagt, das würde mir gefallen, weil dann hätten wir endlich mal hier, wüssten wir, was da für ein Fluss hinkommen soll oder so. Und so eine freie Fläche, da finde ich immer gut dafür. Furchtbar. Absolut übel. Was könnte man noch mit der Karte machen? Haus und Feld hat die dran. Cool wäre natürlich auch ein Ort, wo wir 2 Karten ziehen können, aber ich glaube, sowas gibt es gar nicht mehr. Also wir können uns mal kurz hier die nächste Karte angucken. Eine Schienengrade, eine fürchterliche. Oh Mann, die ist wirklich furchtbar.
Das ist eine richtig verlorene Karte. Ne, die hat auch überall irgendwas dran. Die passt jetzt auch nicht hier rein. Die passt nicht mal hier ran. Guck mal doch mal, wo sie überall nicht ranpasst. Das Cleverste wäre wahrscheinlich schon fast, man tut sie hier an so eine Gerade hier ran. Wir haben inzwischen hier echt ganz schön krasse Geraden. Ja, hier haben wir noch so einen Bahnhof, da könnte sie hier ran, würde aber auch alles kaputt machen. Also sie passt nicht nur nirgendwo ran, sie macht auch noch alles kaputt. Sie könnte nur hier vorne irgendwo ran. Guck nochmal nach, ja, hier drüben würde sie dieses Feld treffen, was aber auch sowieso kaputt ist. Also die Karte will nicht mal hier irgendwo an unsere Schiene ran. Lasst uns mal kurz hier unten gucken. Was würde denn dazu sagen? Sie passt hier hin, macht hier unten aber auch mehr kaputt, als sie irgendwas bringt. Also die ist furchtbar. Es kommt eine furchtbare Karte. Oh, och, wenn es ausgerechnet da sind die Häuser nicht, ne? Ne, der Hammer wäre es jetzt auch nicht, aber das wäre wenigstens ein guter Platz. Hierfür reicht es auch nicht. Hier wäre wiederum der einzige Ort, wo wir mal zwei Karten kriegen würden. Aber es würde wieder alles drumherum kaputt sein. Moment, hier ist noch Schiene. Die hat ein Haus dran gehabt, ne? Jetzt müssen wir das nochmal gucken. Lol, die passt hier rein. Die passt sogar richtig gut hier rein, die Schiene. Okay, also sie ist nicht der absolute Horror. Sie ist nur so ein bisschen horrormäßig. Sehr schön. Besteht also doch noch ein kleines bisschen Hoffnung. So, für die Karte haben wir jetzt hier hinten nichts gefunden. Vorne hatten wir zwei Plätzchen. Zwei Plätzchen frei. So, jetzt habe ich schon kurz davon geträumt, dass das hier die ultimative Karte hierfür sein könnte. So ähnlich muss die auch aussehen. Nur ein bisschen im verkehrt rum. Andersrum. Also bei der Karte, da müssen wir einfach mal überall herumgucken. Hier haben wir gerade geguckt. Und weil das hier auch alles noch in Ordnung ist, wollen wir hier jetzt am liebsten nicht hier irgendwas noch kaputt machen. Wir haben also wirklich noch die Hoffnung. Wir haben schon vieles aus lauter Not hier heute zerstört. Noch könnte es uns aber gelingen, hier etwas noch zu retten. So ein letztes Aufbäumen zum Beispiel. Also ich hatte, um ehrlich zu sein, gedacht hier, wenn die Stadtquests abgeschlossen sind. Aber okay, vorhin war ja so eine ganz kleine Phase der Erholung, sage ich mal. Was hält man hiervon? Oh no. Auch hier ist alles falsch platziert. So geht das nicht. Hier haben wir diese beiden Felder gegenüber, ne? Wenn dieses Haus nicht wäre. Oh Mann, das habe ich verpeilt. Aber nee, habe ich nicht wirklich. Wir brauchen erst hier eine Karte, die zumindest hier drüben irgendwo ranpasst. Ich meine, dann ist hier hinten auch noch was zu holen. Dann wäre hier hinten noch was zu holen. Wir könnten diese dritte Karte zum Beispiel hier rein dödeln. Haben wir aber nicht vor. Also die passt ja da vorne so gut. Oh, was ist denn das hier?
Das könnten wir wirklich mal machen. Wir kriegen aber nichts. Nee, und was hier doof ist, dass es hier nicht ranpasst. Und hier drüben braucht es nicht passen. Also ganz schlecht. Ganz, ganz schlecht. Was ist das für eine verrückte Karte? Da kann man auch locker mal was übersehen mit dieser komischen Karte. Hier oben ist alles kaputt. Komm schon. Du musst doch hier irgendwo reinpassen. Vier Karten noch. Und ich habe das Gefühl, wir müssen die hier wirklich jetzt irgendwo investieren. Moment, nee, das will auch nicht passen. Können wir sie denn hier irgendwie investieren? Will nicht. Das will auch nicht. Was halten wir davon, sie so ranzulegen? Das wäre doch eine super Investition. Ja, wir müssen. Wir müssen. Okay, ich würde sagen, der Moment des Tages ist gekommen. Vorhin habe ich schon echt nicht mehr dran gedacht, ne? Da hatten wir so eine Phase, alter Schwede. Richtig brutal. Jetzt haben wir so eine Phase, jetzt sind wir schon ein Weilchen hier mit fünf Karten unterwegs und irgendwie gibt es immer was, was passt. Und die kommt jetzt endlich hier oben ran. Und wir haben doch echt geschafft, heute unsere beiden großen Hoffnungen in Erfüllung gehen zu lassen. Wir haben dieses Wasser geschlossen und die Stadtquests abgeschlossen. Jetzt haben wir zwar keine Hoffnung mehr, also keine Rettung mehr. Hoffnung haben wir immer. Aber wir haben 14 Karten. Und wenn wir nicht allzu schnell weiterspielen, haben wir sehr, sehr lange 14 Karten. Blöd, ne? So, aber ich bin mal ganz, ganz kurz AFK. Ich muss mal für kleine Dorfbewohner und bin gleich wieder da. Oh, jetzt kommen sie hier mit Gedöns. Seit Ewigkeiten schon kein Gedöns mehr gesehen. Was soll das denn? Also erstmal gucken wir hier vorne ein bisschen rum. Was sollen wir denn damit anstellen? Also einmal könnten wir hier eine Kurve machen. Es wäre gar nicht so schlecht. Es bringt uns aber auch überhaupt nicht weiter. Wir könnten das hier machen. Bringt uns schon ein bisschen weiter. Aber auch nicht richtig. Und das war's auch schon. Jetzt gucken wir uns mal die nächsten zwei Karten an. Das sind fette Stadtkarten. Und dieser See hier ist ja theoretisch auch eine Stadtkarte. Also, es kommt erstmal so eine ganz dicke, fette Stadt. Und dann kommt. Das geht auch nicht. Und hier oben brauchen wir Wald. Fragt mich nicht warum, aber hier oben ist Wald. Die dicke Stadt, die passt hier in diese Lücke. Das ist natürlich der wichtigste Punkt, den wir hier schließen müssen. Und die nächste Stadt, die würde hier dann einfach so ranpassen. Immerhin. Und da kriegen wir dann auch endlich mal wieder zwei Karten, wenn da alles gut liegt. So, aber was ist mit dieser Karte hier? Also hier kann die auf keinen Fall hin. Sie kommt an diese Ecke daran. Wir haben keine Wahl. Da kommt sie hin. Bums. Weg mit dem Gedöns. Und da kommen die Ebenen. Da kommen die Ebenen. Haben wir denn jetzt hier so einen Platz für Ebene geschaffen? Nee, natürlich nicht.
Ach so, was ich gerade erzählen wollte, ne, mit China und so. Jetzt mal nochmal erzählen, erstmal auf Deutsch, dann versuche ich es auf Englisch. Ja, was ich mir mal überlegt habe, ne, warum spielen so wenig Chinesen Dorfromantik? Naja, guck mal, das sieht halt aus immer wie Taiwan, ne? Die kriegen da eine Macke bei, wenn die das hier sehen. Die denken da nur an Taiwan, die können das Spiel gar nicht spielen, ne? Das ist... Die werden davon wahnsinnig. Die machen 1.000-2.000 Punkte und dann sind die raus. Deswegen spielen die Chinesen nicht Dorfromantik. And now in English. Yeah, the Chinese guys, they don't play Dorfromantik. Because always when they look at this, they think, oh, it's looking like Taiwan. And then it's over. They cannot play this game. They get a brain lag and yo. They only see red after that. Okay. Habe ich das auch mal erklärt. Ja, wundert mich. Naja, es ist halt so ein kleines Spiel, ne? Und wie gesagt, wer Siedler nicht gespielt hat, der hat dann wahrscheinlich auch nicht dieses Verständnis, wie man hier irgendwie solche Plättchen aneinander legen kann. Wie man das nur überhaupt... Oh Leute, guckt mal. Das Scheißding passt hier rein. Warum passt denn das Scheißding hier rein, sag mal? Ist hier ein Ding. Ja, mit den 5 Karten. So, damit haben wir auch die zweite Wasserquest geschafft. Sehr cool. Es ist furchtbar. Sind wir wirklich gezwungen dazu? 3 Karten haben wir nur noch. Die Karte hier wird uns höchstwahrscheinlich nicht zurückgeben. Wenn wir die da nicht reintun, können wir sie vielleicht so hier rantun. Oder woanders rantun. Und danach kommt eine ganz fürchterliche Karte. Und danach kommt auch noch mal eine fürchterliche Karte. Oh Mann, sie würde hier ranpassen. Dann können wir aber das Verbinden dieser beiden Feldseiten vergessen. Es tut nur so unfassbar weh, weil... Ja gut, hierfür würden wir nichts kriegen. Aber wir versauen uns eine Karte, die hier. Also so doll tut's vielleicht doch nicht weh. Es ist aber eine miese, miese Lücke hier. Wo es auch verdammt schwer wird, die zu reparieren hier irgendwie. Aber wir müssen das machen, damit wir hier weiter Feldsachen anlegen können. Das ist ja jetzt unsere große Hoffnung hier. Die nächste Quest, die käme nach 27 Feldern. Sehr, sehr viel sind das auch. Ja, wir brauchen jetzt unbedingt diese Karten. Und alles andere wäre Blödsinn, weil wie gesagt, die nächsten 2 Karten sind fürchterlich. Es kommt anscheinend nochmal eine Stadtquest, die wir auch einfach nur an die Stadt ranzimmern können. Ich meine, wir können sie nochmal aufheben, aber... Ich sehe nicht, dass das Sinn macht, weil... Was haben wir denn hier Schickes? Ja, da würde das Haus ranpassen. Ja, wir würden tatsächlich eine Karte dafür kriegen. Mal guckt euch an, wie wir jetzt hier leider alles zerstören. Furchtbar. Alter Schwede. So, da kommt eine Stadt. Ja, jetzt kommt die Stadt, die hier reinpasst. Alter, wie ärgerlich.
Junge, die Lücke lag hier Stunden um Stunden rum. Und jetzt erst kommt die Karte hier mit Wald, Haus und Ebene und nochmal Ebene. Also, nochmal Ebene hat sie nicht. Stimmt also nicht. Die hätte auch nur an drei Seiten gepasst. Ja, jetzt bin ich verzweifelt, Leute. Das Dorf dreht durch. Wir sind so weit. Wir flippen aus. Wir haben die Schnauze voll. Kann doch wohl nicht wahr sein. Können die eine Karte nochmal aufheben? Ja, diese Karte passt jetzt. Wald. Nee, sie passt nicht mal hierhin. Haus auf beiden Seiten. Ja, sie passt hier oben ran. Da könnten wir eine Karte bekommen. Wie furchtbar ist das denn? So, da ist die wunderschöne Karte, auf die ich seit Stunden warte und jetzt brauchen wir sie nicht mehr. Ich bin mega enttäuscht, man hört's, ne? Aber ich hab's nicht anders erwartet. Wir haben unser Bestes gegeben. Na? Und wir wussten, dass es irgendwann so kommen musste. Hier würden wir eine Karte kriegen. Hier hatte ich gerade noch überlegt. Das sieht toll aus, ist aber Blödsinn. Weil wir ausgerechnet diese Karte zerstören. Also wie gesagt, das hier war wirklich so ein Hoffnungsschimmer, der jetzt leider hinüber ist. Und ich weiß nicht, wie lange hat es jetzt da gelegen, alter Schwede. Und jetzt kommt diese Karte. In drei Runden, nachdem wir sie gebraucht hätten hier. Ich glaube, davon werde ich heute Nacht noch träumen. Albträume von kleinen Häusern. Fiesen Karten. So, was können wir denn damit noch anstellen? Was ist denn, wenn wir das hier alles kaputt machen? Hier, einfach nur ein einziges Feld. Oh, wenn sie jetzt wirklich mal ein paar Runden einfach nur einzelne Felder bringen würden. Die würden uns sowas von retten. Danach würden wir da sitzen mit mindestens 6 Karten. Mindestens. Vielleicht sogar 7. Ja, das hier passt. Na los, gib her des Gedöns und da kommt tatsächlich ein Feld. Also, wenn ich das jetzt nicht irgendwie gut platziere, ne? Dann stimmt irgendwas hier nicht mit meiner Kalkulation. Naja, aber ich hatte ja gesagt, ein einzelnes Feld. Und nicht so ein Gedöns. So,
So, hier haben wir gesagt, das Ding kommt einfach mal hier hin. Naja, wir sind noch am Überlegen, ob wir die vorige Karte nicht anders legen, ne? Zu spät. Ja, also das hier machen wir auf jeden Fall. Oh, guckt euch das an. Guckt euch das an. Ich würde sagen, mit den Karten hören wir für heute auf. Die sind noch nicht unser Ende. Wir haben tatsächlich hier so eine Lücke, wo diese letzte Karte reinpasst. Hier. Aber es ist brutal. Es ist absolut brutal. Wir sind sehr weit gekommen. Ich will mal nicht meckern. Wir hatten auch hier und da Glück. Haben auch die richtige Karte gefunden, aber es hat dann halt wirklich gefehlt und es ist nichts für die Lücken gekommen. Die Karten sind immer weniger und weniger geworden und jetzt mussten wir leider sehr, sehr viel zerstören. Also kleines endgültiges Fazit für heute. Es ist wunderbar, dass unsere Stadt noch da ist überhaupt. Wir haben richtig viel geschafft. Wir haben die krassen Quests und die Fähnchen abgeschlossen bekommen. Jetzt im Moment machen mir die Quests überhaupt keine Hoffnung, weil ich kann gar nicht wirklich auf die eingehen. Ja, wir können hier gar nichts ranlegen. Wenn man schon sieht, wir haben jetzt inzwischen hier nur zwei Orte, zum Beispiel, wo wir hier noch an die Felder ran könnten. Ja, hier würden wir keine Karte kriegen, deswegen, wir können das gar nicht abschließen im Moment, diese 13 Fähnchen hier, diese 13 Felder. Deswegen machen im Moment diese kleinen Mini-Quests hier keine Hoffnung. Ja, an die 12 Häuser könnten wir vielleicht mit ein bisschen Glück nochmal rankommen. Das hätte aber besser funktionieren müssen. Also, dass ich sage, wir machen hier noch richtig lange weiter, da würde ich sagen, sind wir heute wirklich von weggekommen. Aber wie gesagt, ich bin schon happy, dass wir so weit überhaupt gekommen sind. So, es gibt noch Orte, die sind noch richtig tipptopp. Allerdings, hier haben wir jetzt Wasser und Schiene mit drin. Hier haben wir auch eine Schiene mit drin. Und sowas ist furchtbar. Das haben wir fast überall jetzt in unseren schönen Gebieten. Hier haben wir auch eine kleine Schiene mit drin im Stadtgebiet. Dann haben wir hier auch Stadtgebiet ein bisschen kaputt gemacht. Hier hinten ist auch fast alles kaputt. Hier hinten, das ist alles hinüber. Auch hier, ne, hier ist, können wir gar nichts mehr anlegen. Hier müsste neue was hin. Deswegen, jetzt sieht es eigentlich ziemlich mies aus, muss ich sagen. Also auch hier, das sind sehr wenige Karten, wo wir noch was anlegen können. Es ist leider nicht das Richtige gekommen. So. Das Glück hat heute gefehlt, das muss ich absolut sagen. Und es war lange, lange Zeit für wirklich so ein paar Lücken, die nicht so krass waren, wo nicht alle Seiten hätten passen müssen und es ist halt nicht gekommen. Richtig schade. So. Es gibt aber noch viele Reihen, die sind in Ordnung. Wir könnten das Glück haben, wenn wir zwei, drei gute Sachen hintereinander treffen, dass wir noch ein bisschen weitermachen können. Aber ich kann nichts versprechen. So, das sind die nächsten zwei Karten. Die werden uns auch noch nicht so ganz fertig machen. Die können wir hier hinlegen. Aber auch das macht wieder diese kaputt hier. Also hier ist halt dann auch wirklich alles hinüber. Und da kann ich jetzt schon sagen. Ja, da macht es dann auch nicht mehr so viel Spaß, wenn alles kaputt ist. Da mache ich mir jetzt keine großartige Hoffnung mehr, dass wir das nochmal so umbaut bekommen, dass alles nochmal schick ist oder so. Nee. Dafür bräuchten wir, keine Ahnung, 100 Karten. Dafür ist zu viel kaputt gegangen. Na, mal schauen. Ich bin gespannt, wie viel Glück wir beim nächsten Mal haben. Wir schauen mal nach, wie es aussieht. Wir sind auf Platz 18. Wir sind unter den Top 20. Immerhin.
Und beim nächsten Mal, denke ich mal, geht es noch ein bisschen weiter. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Hat trotzdem mega Spaß gemacht. War super spannend. Hat mir mega Mühe gegeben. Lasst es euch gut gehen. Gute Nacht, schönen Sonntag und bis bald. Tschüss.